Hallo meine Freunde der Feuertempel und willkommen zurück zu Let's Play Lego Ninjago. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute Robin, das eine Katze, außerdem den Kasper, den Till und auch noch den David. Danke. Kai bekommt sein Schwert zurück. Und das ist kein Kyber-Crystal-Lichtschwert. Mich. Schätze, du hast deine Elementarkraft wieder? Nein, ich habe furchtbare Schmerzen. Eigentlich kitzelt das irgendwie. Pass aber trotzdem auf die Lava auf, Kai. Sie ist um einiges heißer als bloßes Feuer. Kann er durch Feuer gehen? Tatsache. Na gut, dann haben wir das am Anfang wahrscheinlich nicht geschafft gehabt, schätze ich mal. Das Überqueren der Brücke stellt für mich ein nicht unwesentliches Risiko dar. Kai, die Kräfte zu können. Durch Feuer gehen kann der. Nicht schlecht. Boah, das ist durchaus zu gebrauchen. Ist das Lava? Nee, das ist ein Schalter. Okay. Na, dann kommen wir mit, Zane. Dann kommen wir mit. So, jetzt kommen wahrscheinlich gleich Gegner. Wir können unsere Feuerfähigkeiten an ihn ausprobieren und damit auch den nächsten goldenen Stern holen. Schauen wir nochmal, was hier an Infos gibt. Na, hier gibt es einen ersten. Da ist noch mehr Drachenfeuer. Goldene, wir können mit Hilfe von Kais Feuerstrahl überhitzen. Wir können jetzt goldene Sachen kaputt machen. Sehr gut. Da habe ich gerade noch was für Cole gesehen gehabt. Machen wir erstmal den hier kaputt. Sehr cool, wir haben unseren Feuerstrahl wieder. Ah, und da brauchen wir jetzt Cole gleich. Noch einmal hier alles schön einsammeln. Und wo ist unser Cole? Cole. Da ist der Cole. Im Dschungel-Outfit. Einmal das Zeug aus der Erde holen, wenn es geht. Genau so. Und dann anvisieren. Ah, jetzt wird uns sogar markiert. Und Feuer! Wobei Feuer ist ja eher Kais Element. Eigentlich müsste ich sagen, und Erde. Aber das klingt nicht so cool. Feuer passt irgendwie besser. Eigentlich ist es egal, mit wem wir rüberspringen. Oder wenn die Plattformen mal rein, die sich hier von alleine ein. Nee, da müssen wir schon von Plattform zu Plattform springen, wie zu erwarten war. Hätte vielleicht früher, später losspringen sollen. Das hätte die Sache leichter gemacht. Aber wir haben es auch so geschafft. So, was gibt's hier noch zu wissen? Kai kann diese besondere Fackel mit Hilfe einer Feuerkraft. Kai kann sogar Fackeln entzünden. Was kann Kai eigentlich nicht? So, einmal den Kai direkt hierher. Und dann fackeln wir nicht lange, sondern zünden sie an. Einmal anzünden bitte. Dankeschön. Ah, dadurch können wir hier auch hochklettern. Ich verstehe. Da gibt's schon wieder was Goldenes. Okay. Ah, da können wir unsere Feuerfähigkeiten natürlich jetzt auch an denen ausprobieren, was unsere Aufgabe ist. Drei müssen wir insgesamt besiegen. Und das haben wir auch geschafft. Ziemlich heiß hier. Finde ich auch. Wahrscheinlich können wir da noch nicht rein, oder? Da ist dieses Ding im Weg. Ne, da können wir noch nicht rein. Da müssen wir uns hier dranhängen. Einmal mitmachen, Cole, bitte. Ja, Cole macht natürlich mit. Auf Cole ist Verlass. So, einmal bitte aufmachen. Okay, ja gut, das haben wir uns schon... da können wir die klassischen Strahl können wir natürlich hier auch machen, um goldene Sachen hier aufzuschweißen oder aufzulasern. Nicht schlecht. War es das schon mit dem Kapitel? Ich hoffe nicht. Der Riesenmond ist der Weg raus. Stimmt's, Kai? Keine Ahnung. Aber wenn wir hier bleiben, werden wir garantiert geschmort. Ich liebe Schmorbraten. Ich würde euch niemals essen. Ehrlich. Muss ich das wirklich betonen? Irgendwie wäre ich jetzt auch gern aus Metall. Kommt. Ich finde es auch so schön, dass er gesagt hat, er hat keine Ahnung. Schau mich nicht so gierig an, Cole. Oh Mann. Nein, wir essen uns nicht gegenseitig. Das würde uns hier nicht weiterbringen. Oh, da waren wir jetzt aber nicht erfolgreich. Oh, wir sind keine wahren Ninjas geworden und wir haben auch... Gut, die drei Sammelgegenstände kriegen wir sowieso nicht, aber... Gut, das mit den Flammentempen... das war ein bisschen blöd. Wir haben nur zwei goldene Steine bekommen. Das war jetzt echt nicht so erfolgreich. Wir haben insgesamt schon 20% vom Spiel geschafft. Naja, was soll's. Dann machen wir halt so weiter zum nächsten Level. Nachdem wir den Tempel des Feuers jetzt irgendwie in einem Stück überstanden haben. Oh, es geht gleich ins nächste Level. Zerschere 5 Lavablasen mit Hilfe von Kais Feuerstrahl und weiche eine Rakete aus.
Okay. Warum auch immer hier Raketen sein sollen. In einem Tempel. Aus Feuer. Gut ist, das ist definitiv der Weg raus. Schlecht ist, wir können nicht fliegen. Wir warten, bis der Vulkan ausbricht. Das bringt uns raus. Hm, zumindest Teile von uns. Hm, wenn es geht, würde ich es gerne vermeiden, als in Lava frittierter Happen zu enden. Dann habe ich gute Nachrichten. Ich kenne nämlich eine Alternative. Es ist Ronin! Es ist doch noch. Ist er? Es ist Ronin! Passt auf deine Hand! Okay. Können wir irgendwie Rolle machen oder sowas? Oder was soll man da machen, um den auszuweichen? Ah, so können wir wahrscheinlich ausweichen, oder? Das sieht so nach Ausweichrolle aus. Na komm, greif mal an. Jawoll. So sieht eine Raketenrolle aus. Was sollen wir überhaupt machen? Hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen Tipp. Du brauchst etwas Schweres, um Ronins neue Rüstung zu beschädigen zu können. Halte als Cole. Okay. Problem ist, den Typen kenne ich zum Beispiel noch nicht aus der Serie. Da bin ich noch nicht weit genug mit Schauen momentan, zum aktuellen Zeitpunkt. Und Cold, es wäre gut, wenn du ein bisschen weitergehen würdest. Genau. So, dann anvisieren und Feuer. Treffer. Wobei, Ronin kennen wir ja zumindest aus dem aus den Zwischensequenzen. Hier kenne ich Ronin zumindest. Okay, das hat anscheinend nicht gereicht, ihn eigentlich einmal zu treffen. Der will anscheinend noch öfters getroffen werden. Aber cool, Bosskampf. Bosskämpfe sind immer gut. Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen, nicht, dass er uns gleich abfeuert. Hol das Ding, da kommen die Flammen schon. Uiuiui. So, gleich drauf feuern. Hey, was soll das? Das Ding ist nagelneu. Oh, doch, den ein oder anderen Treffer müssen wir hier. Wow. Müssen wir jetzt hier schon über uns ergehen lassen. So, einmal Steine holen und dann weiter. Oh, Volltreffer. Nicht gut. Muss man schauen, wie lange es immer dauert. Jetzt, glaube ich, geht's. Wenn dieses Symbol erscheint, dann geht's. So, schmeißen wir das Ding und weg. Genau, Frontaltreffer. Der hat gesessen. Oh. Jetzt reicht's aber. Ist das vielleicht nur dieser Bosskampf hier im Vulkan? Das könnte natürlich sein. Wir sollen hier irgendwie die Lavablasen kaputt machen, stand da vorhin noch. Also der ist aus Gold hinten drauf. Das heißt, diese goldenen Sachen auf seinem Rücken müssen wir auf jeden Fall früher oder später zerstören. Deswegen fange ich da einfach mal mit an. Oh, der dreht sich leider immer so schnell. Oh, neuer Versuch. Vielleicht schaffen wir es dieses Mal, sie zu zerstören. Nee, das machen wir irgendwie noch nicht schnell genug. Ich könnte ein bisschen in den Hintern treten, aber ich glaube, das ist auch nicht gut. Rätselslösung! Ah! Weg hier. Vorbei. Ich glaube, es muss schon was mit dem da zu tun haben. Ah, okay. In den Reihenrollen ist auf jeden Fall nicht die Lösung des Rätsels. Ah, einmal rum. Ja, genau. Baller ruhig ein bisschen rum. Aber der kann sich auch relativ schnell drehen, dafür, dass er in so fetten Mech sitzt. Erstaunlich. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ah, das ist echt. Da muss man schnell sein. Vorausgesetzt natürlich, diese goldenen Sachen zu zerstören, ist jetzt auch das Rätsel Lösung. Aber ich denke mal schon. Aber die kann man nicht so lange aufhalten, das ist das Problem. Jetzt vielleicht. Au. Nochmal, neuer Versuch, neues Glück. Wir schaffen das jetzt. Oder vielleicht müssen wir nur kurz drauf schießen. Da müssen wir nur kurz diese Feuerangriffe drauf machen. Aber ich glaube, ja, wenn wir ihn schon länger treffen. Da hat es gerade eben auch schon wieder Cole erwischt. Schießt er über uns rüber? Ja, da schießt er über uns rüber. Damit trifft er uns nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, es geht mit dem Feuerstrahl, aber da habe ich mich anscheinend geirrt, oder? Ich treffe bloß nicht genug. Aber ich habe doch gerade eben den perfekt anvisiert gehabt. Oder müssen die einfach mit Kohl... Ach Gott, ich bin auch blöd. Wahrscheinlich müssen wir mit Kohl einfach bloß die Dinger aus dem Boden hauen. Diese goldenen Dinger da hinten haben mich bloß irritiert. Warte mal. Genau, wir müssen die wahrscheinlich einfach nur mit Zeug wieder beschmeißen. Aber dazu sollten wir nicht sterben. Also mach mal wieder einen Angriff, den ich ausweichen kann. Genau sowas hier. Dann nehmen wir uns hier das Zeug aus der Erde und bewerfen ihn gleich damit. Dauert noch kurz. Aber er macht den Dreher. Aber den Dreher entkommen wir. Was macht er jetzt? Na, was hast du noch auf dem Lager? Ja, perfekt. Der Schlag ist keine Gefahr. Ach Gott, wir müssen ihn echt nur abschmeißen. Das Ding war teuer! Sorry. Hätte ich schneller drauf kommen können. Tut mir leid. Naja, Hauptsache wir haben es noch. Ah!
war doch eigentlich außer Reichweite, finde ich. Ich meine, ich wäre außer Reichweite gewesen. Er sieht es leider anders. Und leider hat das Spiel immer recht. Wir holen jetzt direkt die nächsten Steine. Ach, jetzt können wir ihn wahrscheinlich kurz... Nein, nee, geh rüber. Na, ah, ich bin doch blöd. Nein, jetzt schmeißt das Ding auf. Gott, jetzt lag er kurz am Boden. Jetzt hätte man das auf dem Rücken machen können. Also ich hatte schon recht gehabt, dass es auf dem Rücken geht. Und es wäre von meiner Meinung nach auch gegangen. Aber naja, Spiel wollte halt, dass man so macht. Okay, gut. Ach Gott, da stelle ich mich manchmal aber auch an hier bei den Bosskämpfen. So, einmal draufschmeißen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder zweimal treffen, oder? Ne, jetzt reicht einmal treffen. Okay, jetzt aber hier drauf feuern. Das war doch genauso lang wie... Schau mal, jetzt gerade eben habe ich genauso lang drauf... Ach komm. Also eigentlich habe ich es genau richtig gemacht gehabt. Das Spiel ist bloß einfach... Das Spiel hat es noch nicht einfach so gemocht, wie ich es mochte. Uiuiui. Wir haben uns fast erwischt hier. Na dann, wir haben noch etwas auf Lager für dich. Direkt von vorne. Übler Treffer, da gibt es sogar eine Zeitlupe präsentiert dafür. Oh, nicht übel genug anscheinend. Noch hat er keinen Bock wieder umzufallen. Oh, 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 oh. Da kam der Schlag, aber nicht schnell genug. Und da kippt er um. Wir müssen ihn wahrscheinlich dreimal... Oh, nee, er hat ja nur zwei von den Düsen. Also müssen wir wahrscheinlich nur die beiden Düsen kaputt hauen. Ja. Na, ein Glück, dass wir in einem Vulkan sind. Da sollte es Lava geben. Ja, das ist uns eigentlich schon klar. Wow, 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 wow. Na dann, jagen wir die Dinger mal in die Luft hier. Einmal. Es geht abwärts. Hier gibt es wahrscheinlich die Lava. Ja, da sehe ich die Lavablasen. Besiegt. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich habe einen Plan B. Falls ihr euch fragt, wofür das B steht, brutzeln, bis ihr durch seid. Bye bye! Eine Eruption scheint unmittelbar bevorzustehen. Haben wir einen Plan B, um hier wegzukommen? Ja! Und wir haben ihn dank Ronin. Okay. Gut zu wissen. Wo jetzt eigentlich diese mysteriösen Lava? Alle Teile des Roboter-Jetpacks einsammeln. Okay, machen wir. Da bauen wir uns selber was zusammen. Das wäre natürlich auch cool. Unser eigenes Jetpack, um hier wieder rauszukommen. Da brauchen wir irgendwen, der hier die dunklen Ninja-Künste drauf hat. Da sind aber nicht wir. Ah ja, wir haben das erste Teil. Da ist einer von diesen... Lava-Dinger, die wir kaputt schießen müssen. Eins von fünf. Okay, das ist jetzt die erste, die ich gesehen habe. Komm, hier. Nehmen wir die Münzen mit, aber ich glaube, wir haben oben leider ziemlich viele liegen lassen schon bei Ronin. Beim Kampf gegen Ronin. Ach, ich will immer dem Feuer ausweichen. Ich bin das nicht gewöhnt, dass ich hier ja immun gegen das Feuer bin. Ui, da kommen aber einige raus. Leider sind die aber alle in der Lava. Und Lava ist selbst für Kai ein bisschen zu heiß, die Nummer. Einmal kaputt machen. Dankeschön. Ich bleibe jetzt erstmal bei Kai hier, weil der hier sowieso etwas praktischer ist, wenn es hier mit ums Feuer geht. Da hat Jay nicht so die großen Chancen, bevor hier Jay down geröstet wird. Fast nicht runtergefallen. Hier haben wir nochmal eine von denen. Was auch immer die bringt, 2 von 5 bringt sie uns. Nein! Bin doch genau drauf gesprungen. Hä? Was ist denn damit auf sich da hinten? Okay, müssen wir anscheinend irgendwas anderes machen. Oh, da haben wir schon wieder 1000 Münzen gerade eben liegen lassen durch dieses Runterfallen. Ah, wir lassen einfach zu viele Münzen liegen. So wird das nichts hier. Da haben wir noch einen. Okay, also 5 von den Lava-Blasen sind aber auch gar nicht so leicht zu finden. Also da sehe ich jetzt noch eine. Das ist jetzt Nummer 3 erst. Okay. Oh, schauen wir mal, dass wir die restlichen auch noch finden. Zumindest sind wir schon wahrer Ninja geworden. Eigentlich müssten die alle hier sein, oder? Sind die alle hier? Schauen wir nochmal in die Richtung. Also hier sehe ich sonst keine mehr von den Blasen. Hier vielleicht noch in der Ecke irgendwo. Vielleicht sind die auch nicht immer da, aber ich glaube schon. Vielleicht in der Ecke noch irgendwo eine. Also ich sehe hier nur 3. Ich hoffe mal, das ist noch nicht vorbei hier, das Level. Wenn wir jetzt hier die einzelnen Teile zusammenbauen von dem Jetpack. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, doch, da müssen wir rüber. Ah, jetzt können wir da auch rüber. So, können wir hier was machen? Nö, da brauchen wir irgendeine Fähigkeit, die wir nicht haben anscheinend. Oh,
Sieht man überall nicht, wo er hinspringt. Ich bleibe mal nicht zu lange stehen auf der Plattform. Ist manchmal nicht so gesund, wenn man so lange auf Plattform stehen bleibt. Das ist noch nicht das dritte Teil, aber das bringt uns mal ein paar Stats. Ah, das war's. Ach so, das ist wieder so ein Bauding hier, so eine Baumission. Ah, ich verstehe. Da haben wir ja auch schon ein paar gehabt. So, jetzt haben wir, fehlen uns aber immer noch zwei Blasen. Hier können wir noch ein bisschen weiterlaufen und finden auch die erste Blase schon. Das finde ich gut. Also die erste, die uns noch fehlt. Zwei fehlen uns ja insgesamt noch. Und jetzt fehlt uns nur noch eine. Und die ist bestimmt hier irgendwo, oder? Irgendwo hier in der Ecke. Nein. Oh Mann. Hier brauchen wir wirklich einen Totenkopfkerl. Der sind wir aber nicht. Ich tue trotzdem mal hier meinen Lavastrahl irgendwo hinmachen, aber das ist bestimmt da irgendwo in der Ecke da hinten. Das ist die letzte dann. Irgendwo, wo man nicht hinkommt. Das wäre natürlich jetzt gemein, aber ich befürchte fast, dass es so ist. Schauen wir mal ganz kurz, ob ich die vielleicht doch nicht noch irgendwie sehe. Die fünfte Lavablase, aber jetzt haben wir eh genügend. Dann würden wir zumindest wissen, dass sie da drüben ist. Aber momentan sieht man hier auch nichts, ne. Nur ich befürchte, dann müssen wir erstmal zurückgehen und das Ding wieder zusammenbauen. Schade, schade, schade. Ich hätte jetzt zu gerne das noch geholt, den goldenen Stein hier. Aber ich befürchte, das wird eher nichts damit. Hier ist auch nirgendwo eine. Nee, hier war... Da ist sie. Da ist das Ding. Hier ganz gemein versteckt. Die sieht man fast nicht, weil sie hinter dem ein Feuerding hier war. Jetzt geh doch mal durch hier. Ah, dann haben wir doch alle fünf gefunden. Sehr gut, sehr gut. Perfekt. Blasen verblassen. So, muss Kai das zusammenbauen oder können wir das... Jay ist zusammenbauen oder können wir das auch zusammenbauen? Nee. Das muss schon Jay machen. Also Jay, es geht mal wieder ums Bauen. Zeige deine meisterhaften Baukünste. Ja, rote Steine sind was Schönes. Wir brauchen aber erstmal das Teil da unten. Ich muss jetzt wieder hier versuchen, mit dem Touchpad von dem Controller das zu machen. Ich glaube, das würde, wenn man den Touchscreen auf der PS Vita hätte, würde das leichter gehen, aber es geht ja auch so. So, dann noch den Teil hier noch dranhängen. Genau. Und dann ist auch schon fertig unser Ninja Jetpack. Wow. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.